Warum aus meiner Ansicht diese Krise sehr vorhersehbar ist, möchte ich euch in diesem Video etwas näher bringen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und ich möchte heute ein bisschen über die aktuelle Krise reden, beziehungsweise auch das Verhalten der Menschen bezüglich unserer jetzigen Situation, weil ja viele jetzt sich vorbereiten mit der, ja, in der momentanen Lage, kaufen sich, ja, wie man in den Medien hat, Toilettenpapier ohne Ende oder Konserven und bunkern alles Mögliche für mehrere Wochen, als ob sie dann, ja, sterben würden. Und natürlich versuchen auch die Menschen dann so schnell wie möglich etwas anzubauen im Garten und alles Mögliche, einfach Maßnahmen treffen, um durch diese schlimme Situation zu kommen. Und man sieht es ja einfach auch, dass sehr viel Hysterie und Panik gemacht wird und irgendwie jeder mögliche Mensch zu Wort kommt, Videos ohne Ende hochgeladen werden zu Krisenversorgung, zum Virus, und dann kommen auch noch Menschen, die auch ein bisschen die Panik rausnehmen wollen. Also wie gesagt, es gibt massig an Videos momentan bezüglich des ganzen Themas, und für mich ist es mehr oder weniger keine richtige Vorbereitung und auch sehr vorhersehbar. Also die ganzen Vorbereitungsmaßnahmen sind für mich so einfach auf dem letzten Drücker, so wie man es in der Schule zum Beispiel kennt, also aus meiner Schulzeit, wenn man sich für eine Schulaufgabe, eine Prüfung vorbereitet hat, das war ja auch Wochen, Monate vorher angekündigt, beziehungsweise auch ein halbes Jahr vorher, und da hat man halt gewusst, ja, ich fange mal rechtzeitig an zu lernen oder ich lerne immer wieder ein bisschen mit, damit ich ja diesen Stoff verinnerliche. Und ich habe auch immer Klassenkameraden gehabt, die haben einen Tag vorher irgendwie Bulimie lernen gemacht und dann versucht, ja, das Bestmögliche draus rauszubekommen, und haben sich dann gewundert, warum sie dann nicht die erwartete Leistung erbracht haben. Und genauso ist es jetzt für mich diese ganze Situation ebenfalls. Also diese Notfallversorgungen, also einfach nur aus dem letzten Drücker. Also wie gesagt, Notfall, das ist keine wahre Vorbereitung, keine wahre Krisenvorbereitung. Und ja, das habe ich zum Beispiel im Buch in Costa Rica gelesen, Eigen, das Buch der Wandlung. Und da wird auch zum Beispiel, ja, beschrieben, dass der Edle sich immer auf jegliche Gefahren oder sonstige Situationen vorbereitet. Er ist immer achtsam und stetig, ja, vorbereitet. Und so wie wir uns verhalten die letzten Jahre, also unsere Gesellschaft, wundert mich das jetzt nicht. Also wenn man sich eine wahre Krisenvorbereitung macht, dann ist es für mich persönlich auch so, dass man schon Jahre vorher etwas anfangen sollte. Also zum Beispiel, wenn man selbstständig leben möchte, von seinem Garten etwas essen möchte, dann muss man schon Jahre vorher anfangen. Ich kann nicht einfach einen Baum pflanzen und dann erwarten, ja, nach 2 Jahren oder kurz vor einer Krise, ja, jetzt gibt er mir kiloweise Früchte, dann kann ich davon so mal leben oder sowas, sondern ja, den muss man auch erstmal pflanzen, 5 bis 10 Jahre pflegen und kultivieren, dass der mal Früchte bringt, der kleine Baum. Und das ist einfach Pflege, ist aber auch ein Permakulturgarten, bis der mal richtige Erträge bringt und man auch nicht so viel Zeit darin investieren muss. Da muss man auch Humus aufbauen, den Boden pflegen, immer wieder Mischkulturen machen, Gründungen, alles mögliche, das dauert auch seine Jahre, dann baut man Hügelbeete, Hochbeete, das geht nicht einfach von heute auf morgen, und dann wachsen dann die Pflanzen auch nicht in die auf einer kleinen Fläche mit dem Ertrag, den man sich wünscht. Das
Das ist schon über Jahre hinweg und das muss man sich einfach mal so im Hinterkopf behalten. Wir sollten einfach mal unsere Weitsichtigkeit mal wieder erlernen und mal schauen, dass wir unsere Dinge oder unsere Tätigkeiten, die wir angehen, unsere Schöpfungen auch zum Beispiel, unsere Werke, dass wir die auch mal auf einen soliden Grund stellen und ja, gute Wurzeln ausbilden und dann etwas darauf aufbauen. Also wenn wir mal unser heutiges Verhalten bzw. das der Jahrzehnten anschauen, dann ja, wundern mich viele Sachen eigentlich nicht. Also wenn dann die Menschen meinen, ja, dass sie abhängig vom Supermarkt sind und sich da alles Mögliche zubunkern müssen, aber wir im gleichen Atemzug unsere Natur und unsere Lebensgrundlage behandeln, als ja, könnten wir auf einer bestimmten Internetseite oder Online-Shopping einfach mal eine neue Erde bestellen und dann wird sie vor unserer Haustür geliefert. So gehen wir ungefähr mit unserem Planeten um. Das heißt, wir verdichten massigweise Nährboden, versäumen sozusagen hier Ackerfläche, wo wir mit Permakulturprinzipien uns selbst versorgen könnten. Wir pflanzen kaum Bäume, wir holzen die ja mehr oder weniger ab und wundern uns dann mit der ganzen Verdichtung, mit der ganzen Bodenwirtschaft, die wir jetzt haben, dass unsere Böden weggeschwemmt werden, dass unsere Böden ausgelaugt sind, dass jetzt so starke Hitzeperioden kommen mit wenig Regen, ist ja natürlich klar, weil wo soll das Wasser dann herkommen, wo soll die Niederschläge herkommen, über den natürlichen Wasserkreislauf, den ich in der 4. Klasse gelernt habe. Also wenn der weggeht und dann haben wir diese massigen Überflutungen, ja, wo soll das Wasser denn absickern, wenn wir alles verdichtet haben? Ja klar, dass wir dann alles Mögliche überflutet und fluten und unsere Böden das Wasser nicht mehr aufsammeln können und wir jetzt auch noch das Grundwasser anzapfen und das Grundwasserspiegel dann auch ja anzapfen. Das ist halt, ja, das ist doch mehr oder weniger vorhersehbar, dass das irgendwann in die Hose geht und nicht funktionieren kann, wenn wir die ganze Zeit nur nehmen, 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 aber nichts mehr zurückgeben. In der Natur sehen wir das ganz anders. Mir kann auch keiner erzählen, dass die Menschen nicht erkennen, in welchem System wir eigentlich auch leben. Also es ist schon sehr vorhersehbar, was ja da alles passieren könnte. Ich meine, wir produzieren noch und nöcher, um irgendwie Geld zu verdienen. Laugen uns da komplett aus mit Burnouts, Familien reißen auseinander, immer weniger menschliche Kontakte, mehr Krankheiten auch durch diesen Stress verursacht und dann produzieren wir beispielsweise Autos ohne Ende. Also wenn ich zum Tai-Chi-Zentrum zu mir fahre nach Ingolstadt, dann sehe ich ja, wie ein ansässiger Autohersteller riesige Flächen gemietet oder gekauft hat, wo halt keine Ahnung, wie viele Autos da stehen. Und ich denke mir halt einfach, wer braucht denn die ganzen Autos? Die meisten Menschen oder die meisten Familien hat ja jeder Mensch schon ein eigenes Auto. Da stehen ja vor dem Haus 3, 4 Autos. Also, wer will denn die ganzen Autos noch kaufen? Und wir machen immer noch weiter mit dem Wahnsinn. Nehmen uns Ressourcen ohne Ende, produzieren irgendwas und dann braucht es keiner. Und das sehe ich auch zum Beispiel bei unserem Verhalten, wie wir ja, Kinder aufwachsen sehen oder wie wir mit denen umgehen. Ja, da wundert mich letztendlich nicht mit der ganzen Indoktrination in der Schule, auch dass wir schon Kinder in jungen Kindergarten bringen, Kindergrippe, sie auch. Manchmal wirklich sehe ich Eltern, die behandeln ihre Kinder wie Hunde und alles Mögliche, setzen ihnen Glaubensrichtungen auf, zwingen sie zu etwas und
letztendlich nicht, dass Menschen mit Traumata, ja, wir erschaffen und dann auch noch uns letztendlich wundern, warum diese Menschen andere Lebewesen, andere Menschen, andere Tiere verletzen und keiner mit ihnen über ihre Probleme oder ihre Emotionen reden. Also das ist dann schon manchmal oft sehr kalt, einfach nur damit man in diesem System funktioniert. Und das sind einfach Sachen, die wirklich vorhersehbar sind. Aber die sind ja jetzt nicht im Moment da. Wir haben einfach den Keim, haben wir vor Jahrzehnten gesetzt und jetzt haben wir hier unsere Ernte. Du erntest ja, was du siehst und das ist halt so. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich jetzt nicht einfach anfange, wenn es schon zu spät ist. Wenn du dir denkst, ja, jetzt ist die schlimme Situation, dann jetzt bereite ich mich vor. Nein, es ist zu spät. Das ist der Grund, warum ich jetzt schon mit der Permakultur anfange und mir die ganze Arbeit auch mache, die auch wirklich sehr hart ist. Aber das hat ja natürlich einen Grund, warum ich das mache. Das gleiche mit dem Tai Chi. Ich habe jetzt nicht so, die meisten meiner Tai Chi-Kollegen haben, ja, machen deswegen Erholung, Entspannung, weil sie körperliche Probleme haben. Bei mir ist es jetzt nicht, weil ich jetzt die Erholung und Entspannung haben wollte, sondern bei mir ist einfach andere Gründe. Mehr Energie, mehr Ruhe, auch die Erholung und Entspannung natürlich. Aber für mich sind es einfach wesentlich mehr Sachen. Also traditionelles Kung-Fu mache ich da auch mit den Übungen, Krafttraining, das mache ich einfach alles, um meinen Körper lebendig zu halten, beweglich zu bleiben, jung und fit zu bleiben. Das mache ich ja alles so, obwohl ich das jetzt auch schon bin. Aber ich mache es ja immer noch weiter, um das zu erhalten. Und das gleiche mache ich auch mit der Rohkostreinigung. Also einfach meinem Körper etwas Gutes tun und ihn nicht, bis er mir dann mit Grippewellen, Krankheitssymptomen mir was sagt, ja, jetzt solltest du mal Wende machen, Schluss machen und ende mal deine Lebensweise. Das habe ich ja so gemacht, weil ich halt weiß, was die Folgen sind, auch wenn ich jetzt die Symptome nicht spüre. Und da zu diesem Punkt auch bezüglich gibt es auch genug Literatur, die bekannt ist schon seit mehr als 100 Jahren. Sei es von Arnold Ehret, der Naturalhygiene, die ganzen Dateien und die Bewegung, oder auch Pioniere wie Dr. Shelton oder Dr. Norman Walker, die haben alle Aufklärungsarbeiten gemacht, wie man seinen Körper reinigt, wie man seinen Körper pflegt, welche Aufgaben Viren und Bakterien haben. Und da muss man halt einfach nur suchen. Es gibt die Menschen und es gibt die Beispiele, die zeigen, dass Krankheit nicht das ist, was wir glauben, was es ist. Und dass Viren auch eine andere Aufgabe haben in unserem Körper und nicht das Böse sind. Das ist dann mehr oder weniger Selbstverschulden und unsere Ignoranz. Aber wie gesagt, es gibt diese, ja, Dokumente, diese Schriften. Menschen wenden sie auch an. Ich kenne auch Leute, die das schon jahrelang machen. Ja, muss es halt einfach so sehen. Und für mich ist das halt auch mehr oder weniger keine Krise. Ich nehme es einfach so hin. Also ich habe schon in meinen letzten 4 Jahren, in meinem Sinneswandel, ich mache auch seit 3,5 Jahren hier die YouTube-Videos und ich habe in den letzten 4 Jahren habe ich schon, ja, wie soll ich sagen, schon eine ganze Lebenskrise durchgemacht und emotional so viel aufgearbeitet, alleine, beziehungsweise ohne professionelle Hilfe und in sehr kurzer Zeit. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren so viel durchgemacht und meine Welt auf den Kopf gestellt. Da sage ich mir halt auch, dass, ja, mich so leicht jetzt nichts erschüttern kann und ich das jetzt hier einfach hinnehme und einfach weitermache. Einfach weitermachen. Weiterleben geht vorüber. Und ja, das sind einfach so meine Worte, die ich jetzt zu der ganzen Thematik einfach nochmal, ja, preisgeben möchte. Und damit möchte ich es auch belassen.
Und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. So verpasst ihr keine weiteren Videos von mir und natürlich auch von meinem Permakulturprojekt. Und sonst wünsche ich euch einfach eine angenehme und ruhige und entspannte Zeit. Kommt zu euren Wurzeln zurück. Ein bisschen Besinnung, ein bisschen Ruhe und ja, nimmt das Lächeln, nein, nicht, nimmt das Leben auch mit ein bisschen Freude und lächelt. Man muss ja auch nicht unbedingt ein Miesepeter sein und immer mit Angst und Hektik rumlaufen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.